Servus und hallo zum Vlog hier auf Marbache TV. Diesmal habe ich eine kleine Dame im Internet entdeckt, die ich euch unbedingt vorstellen möchte. Ihr Name ist Malia. Sie ist 9 Jahre alt, kommt aus Australien und sie hat genauso wie ich OI, Osteogenesis Imperfecta. Im Englischen heißt das auch Brittle Bone Disease. Im Deutschen sagt man dazu Glasknochenkrankheit. Ich habe das Video hier einbinden. Und ich empfehle euch, schaut's an. Sie ist super lustig, super nett und gibt einen schönen Überblick darüber, was es heißt, Osteogenesis Imperfecta zu haben. Ihr werdet sehen, sie kann gehen. Sie erklärt auch, warum sie gehen kann. Mit den Nägeln in den Oberschenkeln und so. Wer sich nun fragen sollte, ich kann nicht gehen. Hab aber auch keine Nägel in den Füßen. Es gibt unterschiedlichste Varianten der Behinderung. Sie erklärt das alles sehr, sehr anschaulich und sehr süß, vor allem viel besser, als ich das könnte. Darum reinschauen. Super nettes Video. Und warum sie das Video macht, ist, weil sie auf dem Wishbone Day aufmerksam machen möchte. Ich glaube, dass die Wishbone Day Organisation ist irgendwo in Australien, hat den Ursprung und ist jetzt weltweit schon verteilt und die wollen am 6. Mai, nächsten Dienstag, den Wishbone Day feiern. Einfach um Aufmerksamkeit für die Krankheit Osteogenesis Imperfecta zu erzeugen. Auf ihrer Homepage steht ziemlich hübsch, es geht nicht darum, Geld zu sammeln oder irgend sowas, sondern es geht darum, einfach zu zeigen, dass Glasknochenkrankheit, was sich schlimm anhört, gar nicht so schlimm ist und vor allem kein Showstopper ist. kann ich zu 100% unterschreiben. Nur weil man brüchigere Knochen hat, heißt das nicht, dass man nicht die Welt erobern kann. Oder das Internet. Ich immer. Und die Kleine macht das super. Und ich kann das total nachvollziehen. Deswegen 6. Mai, sie fordern einen auf, Gelb zu tragen. Ich bin weit voraus. Mein gelbes Jahr 2014, Videolink ist hier, ist sozusagen, ohne dass ich es wusste, schon mein Wishbone Year. Yeah, das ist geil. Ich habe im Zuge des Videos noch einiges herausgefunden über Awareness-Tage, also so Tage, an denen man bestimmte Dinge Aufmerksamkeit erzeugen möchte. Da wäre zum Beispiel, einer meiner absoluten Favoriten, der Weltblumenhändlertag, auch Valentinstag genannt, 14. Februar. Ich habe schon gesagt, 6. Mai, nächsten Dienstag, ist der Wishbone Day. Also der Tag der Glasknochenkrankheit. Aber es ist auch, und das ist ziemlich lustig, No Diet Day. Also, wer zufälligerweise Glasknochen hat und ständig Diäten macht, am 6. Mai Party Time, keine Diät und wir feiern die Glasknochen. Ha? Geil, oder? Muttertag. Ihr Söhne und Töchter da draußen. 2. Sonntag im Mai, Muttertag. Wichtig, nicht zu vergessen. Und, da wir hier ja gleichwertig sind, gleiches Recht für alle, Vatertag. In Österreich ist Muttertag am 2. Sonntag im Mai. Ihr müsst bei euren Ländern selbst schauen. Vatertag ist auch in Österreich 2. Sonntag im Juni. Also, wenn ihr die Mama feiert, müsst ihr auch den Papa feiern. Was gibt's noch für coole Tage? Ich habe mir da eine kleine Liste gemacht. Ja, wichtig, gestern, Tag der Arbeit. Ich hoffe, ihr habt ihn entsprechend gewürdigt. Und jetzt kommen noch 2 ganz tolle Tage. Moment einmal. Ja, internationaler Masturbationsmonat. Geil, oder? Yeah, internationaler Masturbationsmonat. Ist kein Scheiß. Wird anscheinend gefeiert im Mai. Toll, oder? Also, auch Frauen übrigens, ja. Deswegen, nach meinem Video, heute ist Freitag, ja?
Samstag, Sonntag, ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt. Lasst es euch gut gehen. Was haben wir noch für Tage im Angebot? Genau, der P-Day hat nichts mit Pinkeln zu tun, sondern Mathematik. Und wer weiß, was Pi ist? 3,14 Punkt bla bla bla. Also ist es der 14. März. Und, oder ist es 14? Pi ist 3, irgendwas. Ne? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, aber der 14. März ist der Pi-Day. Genau, weil es im Amerikanischen hier umgedreht geschrieben wird. Also zuerst Monat, dann Tag, dann Jahr. Was haben wir noch für einen super Tag? Einen wichtigen Tag. Einen ganz, ganz wichtigen Tag. Star Wars Day. 4. Mai. Der ist sozusagen am Sonntag. Am Sonntag ist ein wichtiger Tag. Und warum? Weil es im Englischen heißt, May the Force be with you. Und das heißt so viel wie, möge der Vierte irgendwie mit dir sein oder so. Also, in diesem Sinne, lebt lang und habt ein glückliches Leben. Oder so, so geht das, gell? Egal. Wishbone Day und wichtige Tage. Das war's, du Konfus heute. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, Malia, anschauen, Dienstag, 6. Mai, ist eben dieser Wishbone Day. Und natürlich, bitte tragt gelb, passt auf, wenn ihr Menschen mit Glasknochen begegnet, beim High Five geben. Und was noch? Oh ja, feiert diesen Tag mit mir, gelb tragen und wir sehen uns, ja, damit nächste Woche wieder, am Freitag, 16 Uhr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen, ihr wisst, ganz monatelang. Und das war's, mein Name ist Martin. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächsten Freitag. Servus.